Na gut, ich meine, seien wir sehr ehrlich, das ist eine Sensation. Jetzt kannst du mich. Das ist eine Sensation. Wir haben da die Honda CB650R in der 2024er Version und diese Maschine ist natürlich an sich Welt, aber jetzt nicht irgendein Highlight im Sinne von Superlativen. Bisher allerdings die E-Clutch, die da drauf ist und die ich jetzt zum ersten Mal gefahren bin, das ist eine echte Sensation. Hab selten was erlebt in meinem Journalistenleben, wo ich das Gefühl habe, na gut, da bist du jetzt bei was echt Richtungsweisenden dabei. Das ist wirklich wahr. Da rauche ich gleich mal ein Pfeiferl an. Rauchzeichen ins Universum, damit der Häuptling, der Sue, erkennt, Alter, da ist jetzt was los in der Welt. Da ist jetzt was los in der Welt. Ja, ja. Die Begeisterung liegt möglicherweise auch daran, dass ich mir nicht wahnsinnig viel erwartet habe. Aber man dachte, was soll das sein? Ein E-Klatsch. Aber weit gefehlt. Also die Frage, die ein bisschen abfällig gestellte Frage, war echt ein Holler. Und ja, es ist super. Das muss man halt dann erkennen, dass man wirklich komplett falsch gelegen ist, weil ich bin echt der Meinung, diese E-Clutch, das ist was ganz, ganz Großartiges. Nun, ganz kurz noch zur CB650R. Man weiß es, dass ich auf dieses Mittelklasse-Neckbike wirklich sehr opfer, weil es eben den Vierzylinder drinnen hat, 95 PS liefert, eine gewisse Drehfreude hat, einen leimenden Sound hat, wahnsinnig schöne Krümmer hat. Und für 2024, glaube ich, haben sie jetzt auch dieses 5 Zoll DFD-Display spendiert mit der wahnsinnigen Connectivity-Leistung. Ist alles okay, passt perfekt. Sie haben auch Scheinwerfer und Rücklicht, haben es neu gestaltet und LED eingehängt und sie werden sonst auch noch zwei, drei Kleinigkeiten gemacht haben, die mir aber relativ wurscht sein, weil ich finde, es ist vorher schon sehr, sehr leimend gefahren und an diesem leimenden Fahrverhalten hat sich nichts geändert. Vielleicht der Vollständigkeit halber 120, 70, 17 vorn, 180, 55, 17 hinten, alles klar. So muss ein sportliches Nacktbike bereift sein. Und jetzt auch bei die Kilo. Genau, Kilo ist gar nicht so leicht. Fühlt sich eigentlich leichter an. 207 Kilo mit vollem Tank und E-Clutch. Und jetzt wird man sich vielleicht denken, naja gut, E-Clutch, man sieht es ja dort eh. Wenn man genau hinschaut, na, das ist schon ein ordentliches mechanisches Bauteil. Aber es wiegt 2 Kilo. Also 2 Kilo finde ich jetzt nicht dramatisch, wenn man es ohne E-Clutch bestellt, was meiner Meinung nach ein arger Fehler wäre. Ich sage jetzt gleich dazu, also beim Probefahren, probiert unbedingt diese E-Clutch, bevor ihr euch entscheidet. Weil ich glaube, der Aufpreis in Österreich 500 oder 400 Euro und in Deutschland 400 oder 500. Also eines der beiden Länder ist um ein Hunderter günstiger, ist aber beides. Also ob es jetzt 500 oder 400 kostet, ist echt wurscht. Es ist es wirklich wert. Unbedingt mit dieser E-Clutch checken. Nun, warum bin ich so begeistert von dieser E-Clutch? Was ist das eigentlich? Also, was es ist relativ locker erklärt. Es ist ein ganz normales Getriebe, ganz normales Sechsganggetriebe mit einem ganz normalen Kupplungskorb und mit Kupplungsplatten, und also Kupplungsscheiben, alles ganz normal und mit einem Kupplungshebel, der ganz normal per Seilzug runtergeht. Das heißt, ich kann, selbst wenn ich die E-Clutch-Version habe, ganz normal schalten. Ich kann kuppeln, ich kann schalten, auf und runter, alles ganz normal. Was aber das wirklich Herausragende ist, ich muss aber nicht kuppeln. Ich muss nicht kuppeln, nämlich überhaupt nicht, nicht einmal beim Wegfahren. Muss ich kuppeln. Ich kann, wenn ich will, und das ist wichtig, auf das werden wir später zurückkommen, aber ich muss nicht, weil ich dort drinnen
so Servomotoren habe, die für mich den Kupplungshebel quasi bedienen. Also unten zumindest den Heber der Kupplungsplatten bedient. Das machen diese, ich glaube, es sind zwei Servomotoren, die machen das für mich. Und nachdem das jetzt sowieso schon längst Ride-by-Wire hat und eine komplett durchgeknallte, wollte ich jetzt schon sagen wir, ausgeklügelte Motorelektronik, weiß die Maschine ganz genau, wie sie zu kuppeln hat. Also ich muss nach wie vor die Gänge, ganz einfach zu beschreiben ist es nicht. Ich muss nämlich nach wie vor die Gänge per Ganghebel beduell, sagen wir es einmal ganz richtig, also mit dem Fuß muss ich diese Gangwechseln einleiten, aber ich muss halt nicht kuppeln. Also insofern könnte man dann sagen, na Alter, das ist ja gleich wie ein Schaltautomat. Ja, fast ist es gleich wie ein Schaltautomat. Allerdings, ich kann auch mit dem wegfahren. Ich muss auch in der Stadt nicht auskuppeln oder irgendwas oder beim Wegfahren die Kupplung einfahren lassen. Nein, das macht es auch automatisch, wenn ich will. Und das Entscheidende ist aber dieses, wenn ich will. Weil sagen wir zuerst nochmal das, ich will jetzt nicht kuppeln, sondern ich bin eh wahnsinnig froh, weil ich bin eh irrsinnig gestanden auf so Schaltautomaten und jetzt habe ich das endlich auf dieser CB650RA. Das heißt, ich schalte einfach auf, indem ich den Ganghebel lupfe, ganz normal, und der Schaltvorgang ist butterweich. Also so schön kann ich es normalerweise nicht mit der Kupplung bedienen. Und jetzt kommt's, wenn ich runterschalten will, drehe ich einfach auf den Hebel drauf und dann schalte die Maschine runter. Und zwar auch so, wie ich es selber nur zusammenbringe, wenn ich wirklich super drauf bin. Also so ein kleiner Zwischengasstoß, schaltet runter, butterweich, wunderschön, ganz, ganz großartig. Und jetzt kann man sagen, naja, das kann ja jeder Schaltautomat auch, was aber nur ganz, ganz wenige Schaltautomaten können. Und in dieser Perfektion habe ich das noch nie erlebt. Das ist, wenn du voll am Gas bist, abschalten. Das kennen nur ganz wenige und so gut wie dieses E-Klatsch-System kann das überhaupt nicht mehr. Also normalerweise geht der Blipper nur, du drehst ab, schaltest ab und dann gibt die Maschine Zwischengas und lass diesen gewünschten Gang halt relativ weich einrasten. Und jetzt ist aber so, wenn du jetzt wollte ich gerade sagen, brustschwache Motoren hast, natürlich ist eine 5 in 1 PS Granaten alles andere als brustschwach, aber man kennt es aus der Vergangenheit, gerade bei einem Vierzylinder, der meistens die Leistung relativ weit oben hat, du fährst dahin, gemütlich im sechsten Gang mit, keine Ahnung, am 90er und vor dir ist irgendeine Dose, die da wirklich auf die Nerven geht, wo du denkst, Alter, das ist ein Wahnsinn, und siehst aber, na, so viel Platz habe ich nicht zum sicheren Überholen, da vorne muss ich schon einscheren, na, dann brauchst du eine richtige Motorleistung. Und diese richtige Motorleistung, die haben wir uns halt früher geholt, indem wir zweimal runtergekackelt haben, zack, zack, und dann volle Bulle gehen wir. Und dieses zweimal runterhackeln ist halt mit einem Schaltautomat meistens, also es gibt ganz wenige Modelle, die es eh kennen, unmöglich. Und mit der E-Klatsch ist es ganz normal. Du gibst Vollgas und hackst die Gänge runter, wie du willst. Und also das ist der Flash von früher, allerdings musst du halt nicht mehr kuppeln. Also du ziehst hin, denkst du, Alter, jetzt gibst Vollgas, hackelst zweimal eine, bis die Kisten voll in der Drehzahl ist, und dann reißt sie dort viere. Und das ist gigantisch und das kann, also ich bis jetzt kein so ein elektronisches System erlebt, was das so gut kann wie das. Ja, göttlich. Da haben wir gedacht, ja, okay. Wer zur Hölle braucht dann noch eine Kupplung? Und das Einzige, wo ich echt froh war, dass ich
Es ist leider ein bisschen, es ist an und für sich, glaube ich, ein wirklich gut durchdachtes System. Man muss trotzdem ein bisschen was erklären, weil ich kann nämlich auch jederzeit ganz normal kuppeln. Also selbst wenn du da hinfahren, diese Gänge auf und oben durchreißt und mich spüre wie halt ein richtig wilder, verspielter Hund, dann kann ich trotzdem jederzeit ganz normal schalten und kuppeln. Und das geht deswegen, das hat man so, da hat man sogar ein Gespür in dem Kupplungshebel, weil dieser Stift, der das bedient, der ist zweigeteilt. Der ist zweigeteilt und der halbe Hub, der wird dann von der Elektronik übernommen und das wird quasi ausgehebelt. Und deswegen habe ich im Kupplungshebel, ist das nicht relativ weit vorn, das ist nicht vorgespannt, sondern es ist ganz leicht, da merkst du, da ist eigentlich kein Widerstand da. Und sobald du dann kuppelst, ist dieser Widerstand da und du kannst also ganz normal manuell schalten. Und das Irre ist, ich glaube, während der Fahrt, ist es dann nach einer Sekunde, nachdem du diesen Kupplungsvorgang manuell betätigt hast, ist das System aber wieder in dem elektronischen Modus. Und ich glaube, beim Wegfahren oder beim ganz langsam Fahren, glaube ich, dauert es 5 Sekunden, bis das System wieder im elektronischen Modus ist. Und bei mir ist es so, wo ich sie wirklich gern habe, die Kupplung, ist beim Wegfahren. Beim Wegfahren, finde ich, kann ich das einfach schöner dosieren als die Elektronik, weil du doch also einen kleinen Moment hast, wo du denkst, oha, jetzt kommt das. Möglicherweise gewöhnt man das. Ich bin es noch nicht gewohnt und ich mache jetzt dieses Wegfahren, mache ich lieber mit der Kupplung noch, aber ich bin jetzt gefahren, ich weiß nicht, 30 Kilometer, also nicht wahnsinnig viel. Ich könnte mir vorstellen, dass du auf das einstößt. Andererseits, das ist ja gerade das Bestechende. Wenn ich eh den Kupplungshebel habe, funktioniert der ganz normal. Also könnte ich mir vorstellen, wenn es meine Maschine wäre, dass ich das trotzdem nutze, wenn du so ein bisschen so ein Stop-and-Go hast. Also wenn du so, jetzt wollte ich gerade sagen, du müsstest mir verzeihen, ich sage es trotzdem, wenn du Lulu bist und die in der Kolonne anstellst und nicht dazwischen durchnagelst. Es tut mir leid, ich weiß, das ist wahrscheinlich ungesetzlich, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Also wenn ich im Auto sitze und da fährt einer nicht vorbei, muss ich immer wegschauen. Weil das denke ich mir, Alter, du hast ein Motorradl, fahr jetzt dort vorbei, das gibt's doch nicht. Aber ist egal. Wenn du auf alle Fälle so einer bist, der sich anstört oder der jetzt in so einer Situation ist, wo er halt nicht durchkommt, dann kannst du das auch, da brauchst du keine Kupplung. Also, du gibst halt Gas, fährst weg, musst wirklich ein bisschen sensibel. Musst schon sensibel sein beim Wegfahren. Ja, und wenn du dann wieder das Gas wegnimmst, na, dann macht die Kupplung wieder auf. Also das ist echt super. Du brauchst eigentlich die Kupplung nicht, selbst wenn du so einen Stop-and-Go-Verkehr hast. Was aber, ich meine jetzt ganz ehrlich, diese Anwendung wird es für mich nicht geben, weil im Motorrad gibt es für mich keinen Stop-and-Go-Verkehr. Ah, das ist einfach so. Fürchte nicht, das werden wir nicht erleben. Ja, jetzt muss ich mich kurz abwenden, weil es echt eine ganz grausliche Vorstellung war. Und der ursprüngliche Gedanke von mir, dass man gedacht hat, na gut, jetzt hat Honda das DCT, das was so wahnsinnig gut funktioniert, warum machen sie denn dann noch sowas wie ein E-Klatsch, was eh keiner versteht, wie das geht. Jetzt haben wir irrsinnig lang gebraucht, bis wir dieses DCT verstanden haben mit den 2 Kupplungskörbe, wo 1, 3 und 5 und 4, also 2, 4 und 6 und wo die dann mehr oder weniger fließend ausgetauscht werden. Wieso jetzt noch so ein E-Klatsch? Und bei diesem Doppelkupplungsgetriebe ist halt einerseits, das baut natürlich ein bisschen mehr, das tragt ein bisschen mehr auf. Das ist natürlich aufwendiger, technisch gesehen, und hat halt auch, was meiner Meinung nach eh super ist, so eine Automatikfunktion, das heißt, das halt selber schaltet, dann eh in verschiedenen Modis. Kannst ja mehr, ich weiß nicht, ob es, wahrscheinlich kannst du es sogar schon einstellen, aber ich glaube, nur in verschiedenen Modi, so genau habe ich es nicht, dass du halt Drive hast, dynamisch, wo es relativ früh schaltet, Sport, wo der Motor höher dreht und dann erst schaltet, das hat ja alles wahnsinnig gut funktioniert und
Hat aber trotzdem bei etlichen immer noch so diesen wie soll ich sagen, dieses Nasenrümpfen ausgelöhnt, weil ich gesagt habe, ich brauche kein Automatikmotorradl. Automatik ist ein Roller. Ja, ja, diese Widerstände hat es eigentlich bis zum Schluss gegeben, obwohl ich immer echter Fan war von dem DCT. Allerdings, das muss ich jetzt auch ganz klar sagen, diese E-Klatsch, das ist meiner Meinung nach, dann bist du deppert, das ist es. Das ist es wirklich, weil ich kann kuppeln und schalten, wenn ich will, ich muss aber nicht. Und ich habe beim Schaltautomat diese Blipper-Funktion noch dazu, also nicht nur mit dem Zwischengas, sondern in einer Perfektion und mit einer echten Funktionserweiterung bei Vollgas einfach abschalten. Das ist so geil. Also so richtig durchladen, zwei Gänge abhocken und dann vorbeifliegen. Das ist auch Wahnsinn, wie gut das kann. Und was bei mir auch noch ist, ich finde das da drüben, dieses Teil, ich finde das optisch irgendwie leibend. Da hängt so was ganz Arges oben, so, das schaut aus wie irgendwas aus einem mechanischer Zusatzbolzen, irgendwas Brutales. Ja, und nachdem das jetzt in allen Situationen wirklich wahnsinnig gut funktioniert, gehe ich davon aus, dass das eigentlich, das wird sich durchsetzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt haben sie es, glaube ich, erst in der CB650R und in der CBR650R drinnen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird sehr, sehr viele Freunde finden und es wird eine echte Nachfrage auslösen, glaube ich. So. Freunde, ich hoffe, ich habe euch das jetzt alles richtig erklärt, weil wie gesagt, mir hat es ein bisschen das Hirn aufgeschrauft. Habe ich ganz super gefunden. Wenn es dazu noch Fragen gibt, wenn ich das eine oder andere jetzt vielleicht nicht gut verständlich erklärt habe, dann bitte schreibt es mir so unten rein. Ich werde mich bemühen, das zu beantworten. Schenkt bitte der E-Klatsch einen Daumen hoch. Das ist ein wirklich großer Schritt. Das ist ganz was Großartiges. Abonniert den Kanal und bleibt mir bitte gewogen. Jawohl, E-Klatsch. E-Klatsch. Ein Wahnsinn, du. Jawohl, jawohl.